Diese Hochzeitstafel war in der Farbe Peach gedeckt. Natürlich auch die Blumen auf der Brauttorte. Diese Brauttorte haben wir vom Börsenhof produziert. Ja, und wir wünschen dem Brautpaar Stefan und Bianca alles Gute für ihren weiteren Lebensweg. Herzlich willkommen und damit gleich zur Programmübersicht. Der zweite Teil der Ausflüge mit der Reisegruppe Schmidt sehen wir heute. Beim Spaßlabor sind wir beim Doktor. Und zum Küchentipp gibt es eine Kürbissuppe. Getränketipp, Schilchesturm und das Hoppala sollten Sie nicht auslassen heute. Ausflüge mit der Gruppe Schmidt. Wir waren in Krieglach und das ist das Peter Rosecker Haus, das er sich erbaut hat mit seinen ersten Tantiemen. Der Peter Rosecker hat über 40 Bücher geschrieben. Das ist ein wunderschöner Spruch. Er hat sehr viele gescheite Sprüche von sich gegeben. Das ist sein Sterbezimmer, das Sterbebett. Und in diesem Peter Rosecker Haus kann man natürlich auch die verschiedensten Bücher von und über Peter Rosecker kaufen. Und neben dem Peter Rosecker Haus ist das Studierstübel. Da ist jetzt ein Heimatmuseum untergebracht. Wirklich interessante Dinge, die man da drinnen sieht. Und einige kennt man noch selber von früher, wenn man schon alt genug ist. Dann waren wir wieder beim Herrn Wiedner bei den Wasserspielen. In den letzten 50 Jahren hat der Herr Wiedner an diesem Abhang diese tollen Figuren entwickelt, geschnitzt und mit Wasser die verschiedensten Gerätschaften angetrieben. Das ist übrigens auch für Kinder sehr, sehr interessant. Da müsst ihr mal hinfahren, falls ihr noch nicht dort wart. In Waldbach ist das. Und jetzt sind wir schon am Wechsel und da gibt es fast dasselbe. Und zwar den Modellbach Erzherzog Johann. Und da sind die wichtigsten Gebäude von Österreich und Bayern in Miniaturformat nachgebildet. Das hat auch alles ein Mann gemacht. Also wunderbare Sache. Schaut mal, da geht einer fensteln, der Vater erwischt ihn, haut ihm mit dem Stock den Hintern aus und die Tochter will ihn nicht recht, die schüttet den, na hoffentlich nicht den Nachttopf auf ihm runter. Und jetzt haben wir die Karlskirche im Hintergrund und die Waldschule in Alpel und die größte Landschaftskrippe der Welt gibt es dort im Freien auch zu sehen. In Heiligenkreuz waren wir auch. Heiligenkreuz ist ja jetzt besonders bekannt geworden durch den Chorgesang der Mönche. Aber auch bei Führungen gibt es hier wunderbare Sachen zu sehen, zum Beispiel in der Sakristei diese wunderbaren Einlegearbeiten. Und natürlich noch die Holzschnitzereien am Chorgestühl, das ist schon wirklich eine tolle handwerkliche Arbeit. In der Seegrotte waren wir auch mit der Gruppe. Da haben sie ja früher Flugzeugrümpfe gebaut im Krieg. Da wurde der See ausgepumpt. Bei Führungen könnt ihr eine Rundfahrt am größten befahrbaren unterirdischen See machen. Das ist sehr romantisch, muss ich euch sagen. Nun kommen wir zum Spaßlabor. Da sind wir diesmal beim Doktor. Der nächste bitte. Guten Tag, Frau. Grüß Gott, bitte setzen Sie sich. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche Kopfschmerztabletten, ich habe leicht Kopfschmerzen. Ja, da können wir gerne. Nein, wissen Sie, ich habe manchmal so ein Summen im Ohr, das ist so, das ist so lästig, ich sage es Ihnen, da wäre ich ganz fuchtig. Und dann habe ich so ein Stechen in der Brust. Und warten Sie, das muss ich Ihnen sagen, wenn ich mich so drehe, tut es mir da weh, das ist doch eigenartig.
Oh, da, jetzt hat es mir einen Knacks gegeben im Kreuz. Das zieht sich bis in kleinen Zeichen. Ist das normal? Ich frage ihn, was meinen Sie dazu? Ich sag's ihnen. Und dann konnte es mir gleich was gegen Magenschmerzen geben. Ich glaube, ich habe das Gastritis ab. Wissen Sie, das zirkt und zwickt und arbeitet es ist aber. Stopp, meine Frau, ja, bitte. Herr Doktor. Ganz wichtig ist, die Zunge nochmal ganz weit rausstrecken, schön weit rausstecken. Gut, ja, ja, kann er weiter, ja. Mhm. Und jetzt draußen los. Mhm. Herr Lockbach, haben Sie auch nicht vergessen? Nein, ich wollte nur in Ruhe endlich das Rezept schreiben. Küchentipp. Ich mache da heute eine Kürbissuppe. Dazu wird Zwiebel angeröstet mit Kürbiswürfeln. Und da kommt ein bisschen Knoblauch dazu. Ein Milch-Obers-Gemisch aufgießen. Und dann noch eine Suppe dazu. Und Muskatnuss. Bei der Kürbissuppe ist besonders geeignet ein Muskatkürbis oder ein Hokkaido. Erstens gibt es eine wunderschöne Farbe und vom Geschmack her sind die auch intensiv und da kriegt man dann einen schönen Geschmack rein in die Suppe. So, ein bisschen salzen. Und Lorbeerblätter. Das lassen wir jetzt das Ganze schön kochen, bevor wir das jetzt dann pürieren, dann mixen dann. Die Kürbissuppe habe ich jetzt gemixt und jetzt werden wir es einmal anrichten. Schlagen wir was. Und dann Kernöl. Guten Appetit! Kürbis- und Wildbrettwochen im Börsenhof vom 10. Oktober bis 8. November. Willkommen bei unserem Getränketipp. Heute wollen wir uns mit dem Schilcher Sturm befassen. Der Schilcher Wein ist ja eine Spezialität der Steiermark und darf nur in der Steiermark so genannt werden. Dazu braucht man die blaue Wildbacher Traube und um einen Schilcher zu bekommen, darf man diese Traube nur ganz kurz in der Maische liegen lassen, je nachdem wie dunkel man die Farbe des Schilchers haben will, mehr oder weniger. Ja, und jetzt wollen wir mal diesen Schilchersturm etwas verkosten. Also mir schmeckt dieser Schilchersturm ganz besonders gut. Ich habe ihn auch gern gespritzt für unsere deutschen Gäste mit Selters oder Sodawasser aufgefüllt und das ist so richtig erfrischend. Den Schilchersturm kriegt ihr natürlich auch bei uns, denn der hat jetzt Saison. Prost und viel Spaß zum Schilchersturm. Hoppala! Am nächsten Donnerstagabend gibt's die nächste Folge. Alles Gute für die Woche und Servus.